Wir gehen auf den Pay-to-Win-Account. Denn, Leute, wir haben heute wieder einiges vor. Und mit einiges meine ich wirklich, wirklich einiges, Leute. Wir werden heute mal wieder richtig dick reinjammen. Auf dem Pay-to-Win-Account den gesamten Shop leer kaufen. Komplett geisteskrank. Es wird teuer, habe ich so das Gefühl. Also, es wird wirklich teuer. Nur um ganz kurz euch ein Update zu geben. Das ist der Account. Wir haben 31 von 80 Brawlern. Wir haben 4 Legendäre. Das ist richtig gut. For real. Das ist echt stark. Wir haben eine 115er Winstreak, Max. Und wir haben... Eieiei, das wird so teuer. Wir haben den Brawl Pass ja auch noch. Oh mein Gott. Und jetzt guckt euch mal diesen Shop an. Oh mein Gott. Okay, wir geben Creator Code Pookie ein. Wir gucken mal, dass wir uns jetzt erstmal irgendwie den Brawl Pass gönnen oder so online. Oh mein Gott, no way. Das wird richtig teuer, Leute. Das wird ganz, ganz teuer. Oh mein Gott, nee. Was habe ich mir denn hier ausgedacht? Ach du Scheiße, Leute. Das ist der Store. Da könnt ihr übrigens auch kaufen im Supercell Store. Das ist die einzige offizielle Anlaufstelle, soweit ich weiß, außer in-game. Und hier habt ihr halt den kleinen Bonus, dass es halt so einen, so einen Pfad gibt. Da kriegt ihr halt Boni. Und die sind neu, die Boni. Oh mein Gott. Krass, es gibt Bling, es gibt Credits, Powerpunkte. Holy shit. Davor gab es nur... Oh mein Gott. Hypercharge Stardrop am Ende. Davor gab es irgendwie nur Stardrops und Gems. 10 Gems können wir uns schon mal gratis abholen. Das ist ja geil. Die wurden auch schon direkt geliefert. Die könnt ihr euch tatsächlich alle for free abholen. Einfach so im Supercell Shop. Und dort könnt ihr auch den Creator Code Pookie eingeben. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Genau. Und da... Alter, da geht's ja schon los. Brawl Pass Plus ab in den Warenkorb damit. Oder Blinghaufen. Ab in den Warenkorb. Okay. Verstärkungspaket. Ab in den Warenkorb. Wir sind bei 53 Euro. Draco. Scheiße. Was habe ich mir denn hier vorgenommen? Das ist keine gute Idee gewesen. Neuer Brawler Draco. Für 35,99 Euro. Bro, warum ist das so teuer? Was kostet denn der Brawler in-game? Jetzt wartet mal, bevor ich den hier total überteuert kaufe. Den kann ich ja in-game kaufen für 700 Gems. Lass mich mal eine Hochrechnung machen. 700 Gems. Wie viel kosten 700 Gems? 700 Gems kosten... Ja, mehr ist das. Mehr ist 35 Euro. Scheiße. Es ist im Online-Shop billiger, zumal hier auch noch gut was dabei ist. Ja, ich hätte damals, wie der rausgekommen ist, bevor der rausgekommen ist, dieser Pre-Release, das Angebot im Shop, das hätte ich mir kaufen sollen. Und jetzt kaufe ich mir den Kack hier für 89,96 Euro. Ach du Scheiße. Okay, Leute, ich habe es gesagt, ich kaufe den gesamten Shop leer. Wir gehen zur Kasse. Wir geben jetzt hier erstmal Creator Code Pookie ein. Ganz wichtig. Macht das gerne, wenn ihr mich kostenlos unterstützen wollt. Freut mich sehr. Sind auch echt viele. Über 5000 Leute am Start, die das machen. Also Kuss geht raus an alle, die den Code immer eingeben. Und da kommt schon. Blinghaufen wurde geliefert. Verstärkungspaket wurde geliefert. Neuer Brawler wurde geliefert. Und der Brawl Pass Plus. Und 25 Juwelen. Oh, Daris. Kuss. Geht raus. Danke für dein Sub im zweiten Monat. XP-Verdoppler. 1000 Stück. 25 Credits. Star Drop. 100 Powerpunkte. 100 Münzen. Und das war's, oder was? Hey, wie weit bin ich denn gekommen in diesem Pfad? Wie viel muss ich denn ausgeben, um den ganzen Pfad zu schaffen, Bro? Da kannst du ja auch arm werden, wenn du Bock hast, ne? Da geht der erste Star Drop auf, Leute. Moin, Pookie. Wie geht's? Aldo, mir geht's gut. Danke. Erster Star Drop hier nach meinem Comeback. Ja, das sieht lucky aus oder so. XP-Verdoppler ist am Start, alright. Bruder, was ist das denn? XP-Verdoppler ist am Start. Bruder, was ist das? Ich muss den ganzen Shop kaufen, ne? Scheiße. Woher kriege ich ihn? Oh mein Gott, da ist ja so viel, Bruder, was? Woher kriege ich ihn jetzt die ganzen Gems? Ich glaube, ich muss nochmal shoppen, ne? Digga, okay, ich hätte nicht gedacht, dass es so teuer wird. Das ist for real absolut geisteskrank. Digga, und da kam gerade noch ein neues Paket rein. Nochmal 10.000 Bling oder so. Oh, was soll ich denn machen? Ja, ich muss 2.000 Gems. Nochmal 105. Digga, das gibt's doch nicht. Ich kann doch jetzt nicht über 200 Euro für einmal Shop leer kaufen ausgeben. Ey, Leute, ihr müsst einen dicken Daumen nach oben dafür da lassen. Ich muss das auch zahlen, auch wenn ich Supercell Creator bin, Leute. Ist nicht so, dass ich das gratis bekomme oder so, ne? Das ist schon echt teuer. Holy shit. Oh mein Gott, da sind sie. 2000 Juwelen. Let's go. Deine Gegenstände sind jetzt verfügbar. Oh mein Gott. Dann 10.000 Bling. Oh shit. 500 Münzen, 250 Credits, Stardrop, 1000 Bling nochmal. Bruder, was ist das für ein kranker Scheiß? Ich habe mehr Bling, als man besitzen darf. Ich habe 34.000 Bling. Das Limit ist bei 7.000. Hä? Ich habe einfach das Game gehackt.
Digga, oh mein Gott. Okay, ich muss den Brawl Pass erstmal aktivieren, Leute. Den habe ich mir auch schon gerade gekauft. Brawl Pass Plus natürlich. Ich bin ja kein Opfer, ne? Oder so. Das ist krank. Stufe 17. Ja, warum bin ich Stufe 17 direkt? Ist man mit Brawl Pass Plus direkt Stufe 17 oder was? Okay, da haben wir schon einige Quests. Da können wir auf jeden Fall gleich gut reinpushen. Bruder, was gibt's denn hier alles? Oh mein Gott, das sind so viele Credits schon wieder, ne? Ich muss mir die Credits eigentlich gleich mal abholen und schön irgendwie... Ja, lol. Ja, lol. Leon, bitte. Gönn. Gönn. Bitte gönn genug für Leon. Ich will Leon... Oh, das ist Bling. Oh, scheiße. Powerpunkte wollte ich auch nicht. Okay. Wir werden Leon heute noch bekommen. Ich hab's... Oh mein Gott. Ich hab's im Gefühl. 300 Gems ist ein gutes Angebot. Okay. Leute, wir müssen weiter kaufen. 1500 Münzen. Easy. Rein da. Digga, das tut so weh, ey. 49 Gems für 5900 XP-Verdoppler. Wofür? Das brauche ich niemals. Das brauche ich niemals, ey. 29 Gold für 1000 Münzen. Oh, 49 Gold für 1000 Powerpunkte. Oh, nee. Oh, nee. 59 Gold für 800. Das ist ein gutes Angebot. Das ist das Beste bis jetzt. Das ist echt gut. Powerpunkte und Gold. Da können wir gleich gut was maxen. Dann kriegen wir hier ein Gratis-Geschenk. Und für den Brawl Pass gleich noch ein Gratis-Geschenk. Gut. So, was haben wir jetzt noch? Alter, wir haben ja auch so viele Skins, Junge. Okay, Willow für 2... Ja, das ist halt rabattiert, ne? 79 Gems. Bruder. Okay, wir machen erstmal hier weiter. Cyber Bee Skin. Let's go. Rein da. Boom! Cyber Bee ist am Start. Nicer Skin aber, for real. For real, sehr, sehr geiler Skin. Den müssen wir auf jeden Fall direkt mal ausrüsten. Da ist sie, zack. Cyber Bee. Bro, ich habe die noch nicht mal im Main-Account. Aber Hauptsache schon am Pay-to-Win-Account reingejammt. Das ist doch geisteskrank. Das ist doch wirklich geisteskrank. Krank. Okay, dann machen wir weiter hier. Ein Star-Drop. Zack. Super selten. Geil. Mega. Zack. Münzen. 49 Münzen, Bruder. Ich gebe gerade so unnötig Gems aus für Gold, Bruder. Was? Oh! Ja! Erster Mythischer. Let's go. Sehr nice. Sehr nice. Gehen wir rein. Hoffentlich ein Brawler. Ja, 200 Powerpunkte. Ist ja ungefähr ein Brawler, ne? Episch. 100 Powerpunkte. Ach, komm. Komm. Geil! 500 XP-Verdoppler, aber gute Drops. So, nochmal 49. Digga, das wird ja auch nicht günstiger. Ich dachte, das wird irgendwie günstiger, wenn ich jetzt mehr kaufe. Aber man kriegt halt immer mehr kostenlose Drops, ne? Das ist halt schon OP. Oh mein Gott, Epic. Let's go. Called. Epic. Digga, ich hab echt Luck eigentlich. Okay, never mind. Selten. Let's go. Ah, super selten. Okay. Selten. Nächstes Ding. Oh, jetzt wird's günstiger. Jetzt, okay. Das sind immer diese Angebote, die lohnen sich erst, wenn man so richtig bis zum Ende durchjammt. Aber dafür ist es halt wirklich arschteuer. 2000 Münzen, dafür kriegen wir wieder 5 kostenlose Stardrops. Und da kann natürlich auch ein legendärer dabei sein. Potenziell natürlich auch ein legendärer Brawler oder so, ne? Da kann alles drin sein. Das dürfen wir nicht vergessen. Let's go. Zack, selten, okay. Zack, nochmal selten. Bitte jetzt legendär. Super rare. Bitte jetzt legendär. No. Das war schon wieder, Bruder. 69. Okay, das ist ein krankes Angebot schon wieder. 69 Gems für 2500 Münzen. Wow, jetzt gibt's 10 Stardrops und dann noch einen legendären kostenlosen Stardrop. Das ist geil. Das ist richtig gut. Let's go, gehen wir rein. Da gehen wir doch direkt rein. Zack, selten. Zack, nochmal selten. Bruder, wir brauchen jetzt hier echt Luck. Wer ist auf EM gehypt? Ja, ich... Schon auch irgendwie. Wer spielt gegen Deutschland nochmal? Ich hab's vergessen. Stockholm, ne? Nee, nicht Stockholm. Schottland. Digga, Stockholm. Alles klar, nevermind. Schneiden wir raus. So, was ist jetzt los hier? Ich brauch mal Luck, super selten. Nein. Du bekommst Leon, ja, das wäre krass. Imagine jetzt, wir ziehen Leon. Das wäre so heftig. Das wäre for real so krass. Selten. Episch. Wir haben eh einen legendären Stardrop, ne? Einen legendären. Da ist dann auf jeden Fall ein legendärer Brawler drin. Digga, ich habe ja hier aus den Null Luck. Null. Null. 0,0. Das ist jetzt der letzte legendäre. Oder der letzte Drop auch generell. Wir haben dann natürlich noch den Brawl Pass. Oh, und wir müssen auch noch Willow kaufen. Bruder, oh mein Gott. Und diese ganzen Skins, Digga. Ach du Scheiße, was habe ich mir denn hier vorgenommen? Okay, wir holen jetzt erstmal... Ah, wir können keinen Bling abholen. Dann geben wir erstmal das Bling aus. Wofür? Wofür geben wir Bling aus? Können wir... Warte mal, können wir so einen legendären für Blink kaufen? Nee, ne? Die gehen gar nicht. Kann das? Können wir aber mythisch für Blink kaufen? Ich glaube teilweise schon, oder? Oder bin ich lost gerade? Ich glaube, ich bin lost gerade. Never mind. Aber die epischen, die gehen auf jeden Fall, ja. Okay, was soll ich kaufen, Leute? Amber de la Vega finde ich schon mal cool. Chili Koch Mike finde ich auch cool. El Brown geht nicht. Scheiße.
Der Geisterritter Frank, der wäre vielleicht auch krass. Horus Bow, Knochenlord Crow. Hol dir Geisterritter Frank, oder wie der heißt. Okay, wir holen schon mal Geisterritter Frank. Ich glaube, da sind wir uns einig. Das ist echt ein geiler Skin für 5000 Bling. Let's go. Das braucht man auch. Auf dem Pay-to-Win-Account so ein Skin ist schon wichtig. Sonst bin ich ja ein Loser ohne hier krassen Skin. Das ist ja schlecht sonst. Das ist wirklich for real ganz, ganz schlecht. Was haben wir denn noch? Nachthexe Mortis. Könnten wir auch kaufen. Mortis. Schurke Mortis. Okay. Ja, dann kaufen wir Schurke Mortis, würde ich sagen. Wir haben eh genug. Warte mal, wo waren der jetzt? Rockability Mortis. Schurke Mortis. Let's go. Zack. Rein da. Schurke Mortis ist auch am Start. Digga, das fühlt sich gut an, hier wieder rein zu payen. Hol den schwarzen Brock-Skin. Okay, den habe ich schon. Sorry. Fire Vincent, den habe ich schon. Der dunkle Samurai Jean. Habe ich Jean schon? Sonst kann ich den Skin natürlich nicht kaufen, ne? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe Jean noch nicht, ne? Kann das? Oder habt ihr den irgendwo gesehen hier? Nee, habe ich nicht. Bullskin, Cold, Chili Mike. Chili Mike. Chili Mike finde ich geil. Chili Koch Mike wird gekauft. 5000 Bling. Let's go. Ah, der hier, dunkler Samurai Jean. Ja, der ist ja richtig geil. Den kaufen wir auch direkt. Junge, Junge, Junge. Was ist das denn hier? Geil. Holy shit, was ein krasser Skin. Rico-Skin auf jeden Fall. Ja, wir brauchen auf jeden Fall einen guten Rico-Skin. Wir brauchen auf jeden Fall einen guten Rico-Skin. Was meint ihr denn? Hühnchen-Rico? Ist nicht so die Wave, oder? Oder doch? Oder Popcorn? Oder reicher Rico? Reicher Rico? Sandy? Amber meint ihr auch? Okay. Ja, dann kaufen wir den reichen Rico für 5000 Bling. Let's go. Rein da. Sehr, sehr geil. Jetzt ausrüsten. Perfekt. Okay, Leute. Wir haben aber noch mehr. Wir haben noch mehr. Wir kaufen noch mehr. Robo Spike. Spike habe ich, glaube ich, schon Skin. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Was ist denn mit dem Unterwelt Bow? Den kaufen wir. 5000 Bling. Rein da. Let's go. Ja, ist das gut, ey. Ist das gut. Wirklich. Okay, jetzt haben wir keinen Bling mehr. Aber, Leute, ich wäre ja nicht Porky, wenn ich jetzt nicht einfach... Habt ihr das gerade gesehen, diese Fehlermeldung? Das war ja total der Bug. Holy shit. Okay, ja, egal. Also wie gesagt, ich kann mir hier noch mehr Bling abholen. Deswegen habe ich das auch mal eben gemacht. Und jetzt können wir noch wen kaufen. Den Poco, meintet ihr? CCTV Poco. Abfahrt. Digga, das ist so gut. Das ist so gut. Junge, wie viele krasse Skins habe ich denn jetzt einfach schon? Holy shit. Das ist for real geil. Das ist echt krass. So, können wir noch mehr Bling abholen? Ja, ein bisschen noch. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ein weiteres 5K-Ding ist wahrscheinlich nicht drin. Alter, wir können ja noch diese ganzen Powerpunkte. Oh mein Gott. Okay, Pin holen wir auch schon mal ab. Hier, Juwelen. Zack, zack. Zack, easy, easy. Zack. Next one, next one. Und nochmal Pin. Oh, da geht's ja noch weiter. Die Star-Drops können wir auch noch gleich abholen. Das machen wir auch noch. Zack, Bling nochmal. Okay, dann holen wir jetzt die Star-Drops ab, würde ich sagen. Alright, wir gehen rein. Nächster Star-Drop, super selten. Abfahrt, rein da. 30 Credits für Leon, nehmen wir mit. Oh, ja. Juhu. Mythisch. Nice. Ey, danke auch für die fast 400 Zuschauer gerade auf TikTok. Holy shit, was geht ab bei euch? Lass mal einen Follow da auf korrekt. Auf cool. Danke. Wir gehen rein. Let's go. Ach, Digga. Spray brauche ich nicht. Ich brauche legendären Stardrop, legendären Brawler. Ganz einfach. Ganz einfache Taktik. Legendärer Stardrop, legendärer Brawler. Legendärer Stardrop, legendärer Brawler. So einfach könnte es sein. Wir haben auf jeden Fall gleich einen legendären. Wir haben gleich einen legendären im Shop. Das ist unsere Rettung. Da ziehen wir dann auf jeden Fall hoffentlich was Gutes. Digga, wir haben ja so reingekackt. Die Stardrops haben ja gar nicht gegönnt. Oh mein Gott. Digga, nee. Es gibt wieder ein Bling-Paket. Nein. Ich kann doch jetzt nicht noch ein Bling-Paket kaufen. Digga, it's a never-ending story. Es kann sein, dass das buggt und dass ich es nicht kaufen kann. Wir probieren es mal. Nochmal 5,99 € für nochmal 10.000 Bling. Digga, was ist das denn für ein Video? Was habe ich mir denn dabei gedacht? Bruder, jetzt muss ich wieder Bling ausgeben. Hilft nichts. Jetzt muss ich wieder Bling ausgeben. Jetzt habe ich wieder irgendwie... Digga, genug Bling für zwei krasse Brawler. Das Skins. Das ist ja krank. Das ist ja for real heftig. DJ Ems? Der wäre halt geil, ne? Der L. Brown. Dann nehmen wir den L. Dragon. Let's go. Den Boxer, den holen wir uns. Let's go. Zack. Digga, wir haben echt schon kranke Skins. For real. Das ist wirklich, wirklich gut. Also das wird echt mal ein richtig krasser Account. Ist jetzt schon ein richtig krasser Account mit diesen ganzen Skins. Mega Käfer B, eigentlich auch ein kranker Skin. Wir haben halt gerade schon den Hacker B oder wie der heißt, gekauft. Wie wäre es mit Rui Shui Nita? Ist es das? Rui Shui Nita, rein da. Let's go. Let's fucking go. Ausrüsten, zack. Alter, wir haben so viel schon. Okay, und jetzt geht's weiter im Shop. Willow haben wir noch. Okay, dann kaufen wir jetzt Willow, würde ich sagen, Leute. Für 279 Gems reduziert. Mythischer Brawler. Schadet nicht. Brauchen wir sowieso früher oder später. Let's go. Kauf bestätigen.
Yes, let's go. Wir haben Willow am Start. 5 von 25 mythischen damit. Kann ich auch direkt mal ausrüsten. Zack, let's go. Und auch direkt mal powern eigentlich. Das macht schon Sinn. Der kommt schon mal auf Power Level 7. Das ist auf jeden Fall Minimum. Draco powern wir auf jeden Fall auch schon mal. Der geht direkt auf Max, oder? Der geht direkt auf Power 11. Ja, zack, let's go. Draco Power 11 ist am Start. Die Legis, ja, Spike kann auch auf Power 11. Dann geht Willow auch auf Power 11. Let's go, warum nicht? Jetzt so langsam. So, Digga, ich habe einfach schon echt Brawler Max. Das ist krass. Das ist so krass. Langsam. Ah, okay. Colt können wir noch powern. Ich glaube, das macht Sinn. Das macht auch Bock long term. Brock können wir auch auf jeden Fall. Okay, jetzt gehen wir die Powerpunkte aus. Aber egal. Egal. Leute, dann holen wir jetzt noch den legendären Stardrop von dem Cyber-Bier-Angebot. Und dann haben wir den kompletten Shop gekauft. Legendärer Stardrop. Wir gehen rein. 3, 2, 1. Und bitte, legendärer Draco Star Power zerfleddern. Ey, es ist geil. Draco Star Power nehmen wir mit. Solo Drache stellt bei der Aktivierung außerdem 2750 Trefferpunkte wieder her. Ja, ist ja keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das die richtige Star Power ist oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen es mit. Draco am Start, Digga. Der Account ist jetzt so krank. 33 Brawler einfach schon. Über 200 Euro gerade ausgegeben dafür, Leute. Absolut geisteskrank. Dafür unbedingt einen Daumen nach oben da lassen und ein Abo da lassen. CC Puk im Shop eintragen und tschüss.